Herzlich willkommen zum Webinar zum Thema das magische Dreieck Verwirrung im Projektgeschäft. Du bist ja ein ausgesprochener Projektmanagement-Experte und deshalb kannst du ja vielleicht uns sagen, was das magische Dreieck überhaupt ist. Ja, ne, gerne. Also das magische Dreieck des Projektmanagements bezeichnet eigentlich, in welchen Rahmenbedingungen ein Projekt stattfindet. Das heißt, wie ein Projekt definiert ist, und zwar normalerweise in drei Dimensionen. Das wäre einmal die sogenannte Leistung, die Zeit und eben das, was man so Kosten oder Ressourcen nennt. In der Form. Also das wäre zum Beispiel jetzt also heute gewesen, die Leistung zum Beispiel dieses Projektes, dieser Veranstaltung wäre mehr oder weniger der Vortrag, das, was im Moment gerade in der Agenda stand. Zeit war normalerweise diese anderthalb Stunden und ja, Kosten, Ressourcen zumindest, also wir haben jetzt schon eine Ressourcenaufstockung mit mir dann mehr oder weniger gehabt. Manche sagen noch, dass zu diesen drei Dimensionen des magischen Dreiecks auch noch die Stakeholder-Zufriedenheit gehört, aber ich meine, dass Stakeholder-Zufriedenheit eine Geschichte ist, die man auch anders klären kann, die man da nicht sehen muss. Aber dann hast du garantiert, Uwe, da ja, zumindest eine Bemerkung. Naja, also zumindest, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, Stakeholder-Zufriedenheit ist ja aus meiner Sicht jetzt Bestandteil von Inhalt. Also das, was geliefert werden soll, ist ja nur dann geliefert, wenn es zur Zufriedenheit des Kunden, also zumindest dessen Zufriedenheit ist damit drin. Aber bestimmt kann man auch Modelle aufbauen, die noch mehr Dimensionen beinhalten, zwischen denen sich dann sozusagen jonglieren oder balancieren lässt. Und dieses Balancieren, das scheint mir eben so eine zentrale Überlegung hier zu sein. Also wir haben mehrere Dimensionen und zwischen denen balancieren wir etwas aus. Und ich habe jetzt gleich so sozusagen als Einstieg ein bisschen Theorie, wie ich das magische Dreieck oft vorstelle. Und du kannst das ja ergänzen, Guido, wenn du sagst, nee, das siehst du anders, oder aus deiner praktischen Erfahrung würdest du das anders darstellen. Für mich stellt sich das so dar. Man will ja ein Projekt haben und das Projekt, das man sich wünscht oder wo man sich überlegt, so, ah, das könnten wir machen oder das sollten wir machen oder das brauchen wir jetzt. Zum Beispiel ein Haus. Ne? Wir brauchen ein neues Fabrikgebäude oder ein neues Bürogebäude oder privat auch. Ne? Oder wir brauchen dieses IT-System oder diese Veränderung an einem IT-System. Oder wir bräuchten ein neues Produkt, das die und die Anforderungen erfüllt. Oder wir bräuchten dieses Change-Projekt und durch das Change-Projekt soll ja dies und jenes erreicht werden. Also so kommt es ja zu einem Projekt. Man hat irgendeinen Bedarf, der heute noch nicht erfüllt ist, durch die Realität, wie sie heute ist. Und dann sagt man, ja, ich will aber eine zukünftige Realität haben, die ist anders. Und um aus der heutigen Realität in diese zukünftige Realität reinzukommen, machen wir ein Projekt. Da, Guido, würdest du das auch so sehen? Ich sehe es ganz genauso. Genau, dem stimme ich Genau. hundertprozentig zu. Genau. Also da, man hat eine Vorstellung davon, was man haben will. Ja, und auch wann. Weil wann ich das haben will, ist ja nicht unwichtig, denn die Wirkung des Projektes, also diese Zukunft, die da entstehen soll durch das Projekt und die damit verbundenen positiven Wirkungen, die kommen ja eben erst, wenn das Projekt fertig ist. Die kommen ja nicht, während es läuft, sondern wenn das fertig ist. Es sei denn, es besteht aus voneinander sozusagen unabhängigen Modulen. Also wenn das Projekt jetzt wäre, zum Beispiel in Japan die Deiche rechtzeitig fertigzustellen vor der nächsten Tsunami-Saison. Da kann man natürlich sagen, ja, okay, da gibt es mehrere Abschnitte an der Küste von Japan und das sind in Wirklichkeit mehrere Projekte. Also da, wenn man es als Gesamtprojekt bezeichnet, dann wäre auch das Fertigstellen eines Teilprojektes schon. Das würde zumindest einen Teil der Menschen vorm Ertrinken schützen und davor, dass ihre Häuser kaputt gehen. Also, wir machen ein Projekt, um eine Zukunft zu erzeugen und die Wirksamkeit, wofür wir das machen, die ist halt erst da, wenn das Projekt fertig ist und nicht während es läuft.
Deshalb ist der Termin uns ja auch oft so wichtig. Also, oder ein anderes Beispiel, wir bauen eine neue Produktionslinie. Ja, solange die gebaut wird, entwickelt und gebaut wird, nützt die uns ja nicht. Erst wenn sie da ist und läuft, also Start of Production ist erfolgt, erst dann kann sie ja was produzieren, was wir auch verkaufen können. Und sofern wir die Sachen, die wir da produzieren, auch tatsächlich verkauft haben, erzielen wir dann Umsätze und von denen müssen wir natürlich die tatsächlich variablen Kosten bezahlen, dann erzielen wir Deckungsbeiträge. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Aber das ist ja eben erst, wenn die Anlage da ist, also wenn das Projekt fertig ist. Das heißt, der Termin spielt eine entscheidende Rolle. So, und also man überlegt sich, was will ich haben? Ne? Zum Beispiel diese Deiche bis zum Beginn der Taifunsaison, die fängt normalerweise Ende September an, also sicherheitshalber bis Mitte September wollen wir die haben. Oder diese Produktionsanlage. Wir wollen ab 1., was weiß ich, März oder April wollen wir produzieren. Ne? Also, und wir haben eine Vorstellung davon, wie hoch die Deiche sein sollen. Und wir haben eine Vorstellung davon, was die Produktionslinie leisten soll. Und zwar sowohl was Menge angeht, als auch was die Qualität, die da erzeugt wird, angeht und so weiter. Und dass das da ist, das wollen wir durch das Projekt hervorbringen. Und in dem Moment, wo wir uns darüber Klarheit verschafft haben, über diese beiden Dimensionen, was wir gerne haben wollen und zu wann, fangen wir natürlich an, darüber nachzudenken oder Leute zu fragen, ja, geht denn das überhaupt? Und was kostet das denn? Und da kann sich natürlich herausstellen, wenn sich jetzt kompetente Menschen, Lieferanten oder eigene Mitarbeiter oder wer auch immer, die beschäftigen sich dann damit und dann finden die heraus, ja, Guido, du willst die Anlage da haben zum 1.3. Das kannst du mal glatt vergessen. Das dauert 2 Jahre, ne, bis das. Gut, dann fangen wir an zu verhandeln. Erstens sagt dann jemand, ach, der Guido, der soll mal das nochmal neu durchdenken und so, aber irgendwann kann sich herausstellen, dass der Termin einfach nicht machbar ist und dann fängt man an zu verhandeln. Und genauso wird dann jemand sagen, vielleicht sagen, ja, dit, was du als Inhalt willst. Das geht überhaupt nicht. Das ist technisch unmöglich, ist nicht machbar. Okay, dann können wir es halt nicht machen. Müssen wir uns einen anderen Inhalt überlegen, wenn der dann überhaupt noch Sinn macht. Und dann fragen wir aber auch, ja, was kostet denn das Ganze? Und dann holt man Angebote ein oder eigene Mitarbeiter fangen an zu kalkulieren, Projektmanager, wie viel Zeit da reingeht und was sie an externen Dingen dazu einkaufen müssen. Und dann findet irgendwie ein Verhandlungsprozess statt und irgendwann sagt man, okay, also jetzt, so machen wir es jetzt. Wir wollen den Inhalt zu dem Termin, zu den Kosten. Das ist, wie ein Projekt zustande kommt. Natürlich, je nach Umgebung sind da unterschiedliche Prozesse dahinter, die heißen dann Projektportfolio Management oder man macht es einfach so, ohne dass man Portfolio Management hat. Aber so kommt das irgendwie zustande. Das ist meine Sicht der Welt. Und würdest du das so teilen? Das würde ich auch so sehen. Also gerade, dass dann eben die Kosten noch dazukommen, die dann ja auch eine gewisse Ökonomie, ob das überhaupt Sinn macht, das Projekt in der Hinsicht zu machen, ob es überhaupt dann ökonomisch ist, die Wirkung, die man erzeugt, das Geld und gegen das Geld, das man eben dafür benötigt. Ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Und da ist übrigens aus meiner Sicht ein Knackpunkt drin, auf den komme ich dann aber später, also da ist eine Annahme dahinter, auf die komme ich später hoffentlich zurück, falls ich nicht vergesse zwischendurch. So, jetzt kann es ja sein, wir sind uns einig, ne? Du und ich und Laura und die anderen beteiligten Betroffenen auch, wir sind uns jetzt einig, also wir wollen dieses Projekt zu dem Termin, also diesen Inhalt zu dem Termin mit den Kosten. Und wir wissen natürlich, wir sind in einer Welt von Variabilität und Murphy und da können sich Sachen verändern, VUCA und so weiter. Ist uns alles klar. Und das haben wir uns auch darauf eingestellt, dass das passieren kann. Man kann ja heute nicht mehr damit rechnen, dass ein Projekt so stattfindet und läuft, wie man sich das irgendwann mal vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob das jemals so war, aber jetzt mittlerweile ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Und jetzt, was kann jetzt passieren? Eine Sache, die jetzt passiert, ich nenne die hier strategisch, aber das ist nur ein Wort, da kann man vielleicht auch ein anderes nehmen. Es kann eben passieren, dass vor oder nach Projektstart neue Anforderungen entstehen. Also zum Beispiel, dass der Kunde sagt, ich will immer noch den gleichen Inhalt,
ich will immer noch den gleichen Termin, ich will aber das doppelte Geld dafür ausgeben. Ich meine, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber das könnte ja sein, ne? Also jemand will an einer von diesen drei Seiten eine Veränderung vornehmen. Und ich habe jetzt gerade die verrückte Änderung gemacht. Der Kunde will den gleichen Inhalt haben, den gleichen Termin, aber will das Doppelte dafür ausgeben. Das kommt selten vor, ich gebe das ja zu. Aber es kommt oft vor, dass Kunden sagen, ich will dafür weniger ausgeben. Ne, das kommt mal vor. Ne? Oder gerade unternehmensintern, Mensch, so viel Budget haben wir jetzt doch nicht. Guido, kannst du dieses Projekt nicht auch irgendwie günstiger hinkriegen? Ne? Aber am Inhalt darf nichts geändert werden, an der Zeit auch nicht. So. Oder dass der Auftraggeber sagt, der interne oder der externe Auftraggeber, ich will immer noch den gleichen Termin, aber da muss mehr drin sein. Also auf dem Haus soll noch ein weiteres Stockwerk drauf oder die Deiche sollen 10 Zentimeter höher, darf aber nicht mehr kosten und der Termin ist der gleiche. Und da ist ja jedem klar, wenn ein Wunsch kommt, an einer dieser drei Ecken was zu verändern, dann hat das, und das ist, glaube ich, so eine Kernaussage vom magischen Dreieck, dann hat das womöglich Auswirkungen auf eine oder zwei andere Dimensionen. Einverstanden? Ja, genau. Und dann deshalb müssen wir uns in dem Moment, wo jemand sagt, ich will etwas ändern an I oder an Z oder an G, ne, also an Inhalt, an Zeit oder an Geld, dann müssen wir uns dann überlegen, ja, was sind die Konsequenzen auf die anderen Dimensionen? Und dann darüber verhandeln und entscheiden und dann schließlich einen neuen Projektplan machen, der es dann zumindest planerisch zu ermöglichen scheint, den neu definierten Inhalt zum neu definierten Termin mit dem neu definierten Geld zustande zu kriegen. Na, das scheint mir so üblich zu sein. Das ist das, was immer passiert, wenn es Änderungswünsche gibt. Oft haben die natürlich was zu tun mit dem Inhalt. Aber was wir auch oft erleben, ist, dass Kunden sagen, ich brauche diese Produktionsanlage eigentlich 2 Monate früher, weil ich kann schon verkaufen. Oder der Markt zieht so an, kann schon verkaufen. Na, und also so. Bist du immer noch einverstanden? Du widersprichst mir. Na, so. Naja, so weit, so gut. Ich glaube, dass da ein paar unausgesprochene Annahmen mit verbunden sind. Wir kommen, aber ich werde auf die etwas später zurückkommen. Jetzt, was passiert im täglichen Leben der Projektabwicklung? Naja, im täglichen Leben der Projektabwicklung passiert eben das, was auf dieser Seite hier steht, nämlich wenn die Änderungswünsche oder neue Anforderungen oder Veränderungen von Rahmenbedingungen, wenn die während des Projektes passieren, dann muss ich halt diese Verhandlung, diese Untersuchung machen und diese Verhandlungen führen. Das gehört zum Job des Projektmanagers. Es gibt aber noch eine andere Ebene und die andere Ebene, die ist taktisch operativ. Es stellt sich nämlich, während das Projekt realisiert wird, heraus, dass wir sind sehr wohl in der Lage, den Inhalt zu liefern, das Haus zu bauen oder das IT-System zu bauen oder die Deiche, ne? Wir sind sehr wohl in der Lage, oder das Projekt ist sehr wohl in der Lage, das zu machen, aber es stellt sich heraus, wir kommen nicht aus mit der eingeplanten Durchlaufzeit oder wir kommen nicht aus mit dem eingeplanten Geld. Dann fängt man an, Kompromisse zu machen, in irgendeiner Art. Ne? Warum? Weil die betroffenen Führungskräfte, Projektmanager oder wer auch immer, die stecken jetzt ja in einem Dilemma. Und das Dilemma ist, welchen Tod soll ich sterben? Oder was ist das kleinste Übel hier? Und dann fangen wir an, darüber zu reden. Erstmal sagt der Projektmanager, übrigens, ich glaube, wir kommen mit dem Geld nicht aus. Dann kriegt er erstmal einen um die Ohren. So. Muss sich rechtfertigen, wieso kommst du mit dem Geld nicht aus? Dann gibt es Schuldzuweisungen und genauso ist es bei dem Termin. Und dann geht ein Verhandlungsprozess los. Ja, können wir nicht ein bisschen Abstriche am Inhalt machen, sodass es doch noch rechtzeitig fertig wird oder doch noch so viel oder wenig Geld kostet? Oder können wir nicht ein bisschen den Termin in die Zukunft schieben?
dann würden wir mit dem Geld auskommen und können auch den Inhalt liefern. Oder können wir nicht ein bisschen Budget oben drauf legen, damit es wieder doch noch machbar ist in der erwarteten Zeit oder wie auch immer. Also da, mir scheint es so zu sein, dass wir hier über eine Quelle von Stress, Konflikten, Auseinandersetzungen und so weiter sprechen. Ist das so? Ja, das stimmt. Natürlich kann man versuchen, diese Konflikte ein bisschen abzufedern, indem man irgendwie so eine Art Lenkungsausschuss oder sowas hat, einen entsprechenden Change-Prozess hat. Das habe ich erlebt, dass man es abfedern kann. Aber die Konflikte sind auf jeden Fall da. Ne? Das ist auch zu recht zeitraubend oftmals. Ja. Genau, und auch der Lenkungsausschuss, der muss sich ja treffen und in dem muss das besprochen werden. Und da gibt es auch unterschiedliche Interessen möglicherweise. Da sitzt der eine drin, der Finanzvorstand, der will, dass nicht mehr Geld ausgegeben. Also ich übertreibe das jetzt. Ja? Aber das ändert nichts daran, dass diese Konflikte, Zwickmühlen, Dilemmata da sind. Und das Unternehmen, also die Führungsperson im Unternehmen oder auch andere, die verbrauchen Zeit damit, Energie und Zeit, dieses Dilemma zu lösen. Und wenn ich das jetzt hochrechne auf nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern wenn ich mir überlege, wie viel Prozent der Arbeitszeit von Führungskräften oder der Energie von Führungskräften in Unternehmen, in denen es viele Projekte gibt, wird denn verbraucht dadurch? Da würde ich sagen, ich weiß nicht, wie groß das ist, aber das ist signifikant. Das ist nicht 1%, das ist nicht im Rauschen, sondern das ist signifikant. Ja, und da werde ich sehr unruhig, weil meine These, eine ganz andere These, die mit dem magischen Dreieck erstmal überhaupt nichts zu tun hat, eine andere These ist, diese Führungskräfte, die Zeit brauchen, um immer wieder dieses Dilemma zu bearbeiten, das sind dieselben Führungskräfte, die wir auch brauchen, um die Projekte voranzubringen, um die Probleme, die echten Probleme in den Projekten zu lösen und voranzubringen. Das heißt, jedes Mal, wenn die sich mit diesem Dilemma hier beschäftigen, sind sie nicht damit beschäftigt, die Projekte voranzubringen. Was wiederum dazu führt, dass sich, wie hier auf dieser Folie steht, während des Projektes herausstellt, dass mehr Zeit erforderlich ist, um den notwendigen Content zu liefern. Habe ich dich richtig verstanden, Uwe? Das heißt im Endeffekt, dadurch, dass man versucht, diesen Konflikt immer wieder aufzulösen, dadurch dieser Konflikt erstmal wieder entsteht oder zumindest befeuert wird. Genau, wenn ich dich als Beispiel nehmen darf. Ja, nehmen wir mal an, du bist eine Führungskraft in einem Unternehmen oder einer anderen Organisation, bist du ja auch, und du bist beteiligt daran, so ein Dilemma zu lösen. Da ist mal wieder ein Projekt in Schwierigkeiten. Du bist vielleicht sogar der Projektmanager oder einer der Bereichsleiter, Abteilungsleiter oder was, die davon betroffen sind. Und jetzt sitzt du in diesem Lenkungsausschuss oder es findet in irgendwelchen anderen Besprechungen statt. Ihr streitet oder unterhaltet euch über, wie kriegen wir das jetzt in den Griff? Also machen wir Abstriche am Termin oder am Geld oder am Inhalt? Darüber setzt ihr euch auseinander und das ist normalerweise ja auch nicht in 3 Minuten erledigt, sondern das ist eine längere Besprechung, ne? Insbesondere wenn das eine größere Herausforderung ist. So, da geht also von deiner Zeit ein erheblicher Anteil drauf. Du bist aber auch einer der exzellenten Problemlösungsexperten im Unternehmen und du wirst ja auch von den Projekten immer wieder angefragt, Guido, helf uns doch mal, dieses Problem zu lösen, jenes Problem zu lösen, etwas, was gar nichts mit diesem Dilemma hier zu tun hat, sondern mit dem Voranschreiten des Projektes. Dafür brauchen die dich auch. Ja, aber in der Stunde oder zwei oder aufs Jahr hochgerechnet, die 10 oder 20 Tage oder noch mehr, 30 Tage, die du im Jahr verbrauchst, mit diesen Dilemmata, an denen trägst du nicht dazu bei, dass die Projekte vorankommen. Das heißt, du bremst sie dadurch, dass du diese Sache hier machst, dich um diese Dilemmata kümmern, ne? Dieses Abwägen. Dadurch bremst du, nicht weil du das willst, sondern weil
deine Energie ja woanders hingeht, dadurch bremst du die Projekte aus, weil du ihnen eben nicht zur Verfügung stehst mit deiner Kompetenz. Naja, und dadurch sind die Projekte dann auch mit verzögert. Also ich habe es in manchen Projekten erlebt, also größeren Projekten, dass das versucht wurde zu heilen, indem man dann zwei Projektmanager hatte. Einer, der sich eben mehr oder weniger politisch um solche Themen kümmerte und einer, der sich operativ ums Projekt kümmerte. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, das ist natürlich auch nicht gerade effizient. Oder, naja gut, effektiv. Aber das würde ja eben voraussetzen, dass wir genügend von diesen Leuten haben und dass derjenige, der sich um diese Seite hier kümmert, über die wir jetzt gerade sprechen, dass der hat praktisch ansonsten überhaupt nichts zu tun. Der wartet den ganzen Tag darauf, dass endlich mal so ein Dilemma auftritt. Ja, dann ist er froh, dass es das gibt. Aber das haben wir ja typischerweise nicht, sondern, und das ist der zweite Teil meiner Annahme, diese Menschen, über die wir jetzt gerade reden, die wir brauchen, um solche Entscheidungen zu treffen, solche Dilemmata abzuwägen, sind die gleichen, die wir brauchen, um echte Probleme zu lösen in den Projekten. Und diese Menschen sind der chronische Engpass des Unternehmens. Manager, kompetente Manager sind der chronische Engpass des Unternehmens. Jede Minute, die verschwenden, bremst die Entwicklung des Unternehmens und bremst, wenn es sich um Kundenprojekte handelt, sogar tatsächlich das Erzeugen von Umsatz und Durchsatz, also von Umsatz- und Deckungsbeitrag. Jetzt, das heißt noch nicht, dass da eine Lösung drin ist. Also ich habe schon Ideen natürlich über eine Lösung, aber erstmal würde ich gerne, dass dieses Problem, ne, also dass wir diesem Problem ins Auge sehen. Also zumindest, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ja, also dieses Problem kann ich nachvollziehen. Ne? Mhm. Genau, und deshalb hatte ich ja eben in die Einladung geschrieben, das Navigieren im magischen Dreieck und die damit verbundenen Zwickmühlen und Konflikte verbrauchen einen signifikanten Anteil der Kapazität von ProjektmanagerInnen, bremsen die Projekte, beeinträchtigen Gewinn und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Ach so, das ist praktisch die Herleitung, die Existenzberechtigung für diese Veranstaltung. Jetzt, was wir jetzt gemacht haben bis jetzt gerade eben, denke ich, ist, wir haben eben geklärt, was wird im Projektmanagement unter dem magischen Dreieck verstanden. Vielleicht hab ich das zumindest ein bisschen volkstümlich dargestellt. Und wir haben geklärt, was da so passiert, nämlich eben einerseits auf dieser strategischen Ebene und andererseits auf der taktischen Ebene und dass das eine Menge Energie verbraucht und dass das Verbrauchen dieser Energie Folgen hat für das Unternehmen. Also es ist keine Energie, die wir sozusagen überschüssig verfügbar haben, sondern das hat Folgen fürs Unternehmen und zwar wirtschaftliche unangenehme Folgen. Ja, so. Oder jetzt sagen wir das in Japan beim Bauen der Deiche. Ja, das sind halt die gleichen Führungskräfte, die, wenn beim Deichbau in den Projekten Probleme auftreten, können die lösen. Na, wenn die aber darüber verhandeln müssen mit der Regierung, ob sie da mehr Geld ausgeben können, dann werden die Deiche später fertig. Ist doch doof. Ne? Das sind sind nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sondern auch Auswirkungen auf Menschen und Leben und weggeschwemmte Häuser und was weiß ich. Na so habe ich das gemeint. So, und jetzt ist ja die Frage, ist das alles naturgegeben oder kann man da was machen? Kann man da was verändern an diesem ganzen Spiel? Ne? Also Spiel jetzt in Anführungszeichen, das soll nicht abwertend klingen. Kann man da irgendwas dran verändern? Eine Annahme, die in diesem Dreieck drinsteckt und dass man da verhandeln muss dann und balancieren und abwägen muss, ist, dass auf eine Art Inhalt, Zeit und Kosten gleichwertig sind. Dass die also nicht sozusagen grundsätzlich eine andere Wichtigkeit haben für die Welt oder für das Unternehmen, sondern dass die vom Prinzip gleichwertig sind und deshalb muss man da verhandeln. Wenn sozusagen von vornherein klar wäre, eins von denen drei
ist absolut führend, ja, dann ist auch klar, dass die anderen sich unterordnen. Aber es ist eben nicht so, sondern während des Projektes entsteht der Eindruck, zumindest für die, die dann diese Verhandlungen führen müssen, mit sich selbst oder mit anderen, dass wir hier drei Dimensionen haben, die alle gleichberechtigt sind. Sonst würde man ja sagen, okay, die eine Dimension ist unwichtig, vergessen wir einfach. Kümmern uns darum, dass, ne, also nehmen wir mal an, Kosten wäre jetzt das Allerwichtigste. Ja, dann müssen wir doch nicht verhandeln, sondern dann würden wir sagen, ja, die Kosten laufen uns davon, dann bauen wir den Flughafen eben kleiner. Und später spielt doch keine Rolle. Ist aber nicht so, ne? Sondern auf eine Art, ist das nachvollziehbar für dich? Ich bin mir noch nicht sicher. Also grundsätzlich habe ich dich so verstanden, dass du eine Gleichberechtigung der Interessen aller drei Dimensionen mehr oder weniger siehst. Keine, also in der Priorität. Das ist unsere Annahme. Ne? Wir gehen von der Annahme aus, diese drei Sachen müssten balanciert werden. Wenn sie nicht balanciert werden müssten, wenn zum Beispiel die Kosten immer absolut, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch jedem klar. Die Kosten sind das Allerwichtigste in dieser Welt für unser Unternehmen. Es ist das Allerwichtigste, dass das Budget eingehalten wird. Ja, dann brauche ich doch nicht zu verhandeln, ob wir nicht eine Budgeterhöhung kriegen, sondern dann würde ich sagen, okay, das ist Gesetz. Und da muss ich halt an einer der beiden anderen Ecken ausweichen. Weil dass ich ausweichen muss, scheint ja offensichtlich zu sein. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das offensichtlich ist. Aber nehmen wir das mal hin, dass Veränderung in einer der Dimensionen dazu führt, dass ich wenigstens eine der beiden anderen Dimensionen verändern muss. Und eine wäre aber sozusagen gesetzt. Ja, dann haben wir ja schon viel weniger Auseinandersetzung. Dann müssen wir ja nur überlegen, was tun wir denn jetzt, um mit dem vorhandenen Budget auszukommen. Wie machen wir denn das jetzt? Das ist eine rein operative Fragestellung. Das ist dann easy. Da kannst du dich dann ja hinsetzen und sagen, ja, also nach jetzigem Erkenntnisstand bräuchte ich eigentlich 12 Millionen Euro für das Projekt, aber ich habe ja immer noch nur die 10 Millionen Euro. Also müssen wir ein Stockwerk weniger in diesem Verwaltungsgebäude oder. Ich weiß keine Ahnung, ob diese Zahlen, die ich jetzt gerade nenne, irgendeinen Sinn machen. Aber es geht ja auch um dieses Prinzip, das wir besprechen. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt bin ich, und zwar insofern, weil wenn wir von dieser Annahme ausgehen, ja, die ja grundsätzlich auch durchaus Sinn machen würde, man hat ja oftmals eben, oder im Endeffekt ist es ja, fühlt sich ja keiner wohl, wenn er sagt, okay, was kostet die Welt, oder aber meinetwegen dauert das dann, wer weiß wie lange, oder aber dann bauen wir eben nur ein kleineres Haus oder sonst was, da fühlt sich ja keiner wohl. Aber wenn wir eben so eine Priorisierung haben, dann ist ja die Entscheidung ja oftmals wesentlich einfacher. Oh, ihr meint, genau, das meine ich. Bei einer Automatisierwarnung. Genau, und aber jetzt, deshalb sage ich eine unausgesprochene oder versteckte Annahme in dem magischen Dreieck ist, dass diese drei Größen auf eine Art gleichberechtigt sind und deshalb ist es immer wieder wert, sie auch abzuwägen und zu diskutieren. Ne? Sonst könnte man ja einem Projektmanager sagen, Leute, ihr haltet mal auf jeden Fall das Budget ein und wo ihr noch diskutieren könnt, ist jetzt über Inhalt und Termin. Ne? Oder man könnte noch weitergehen, man könnte sagen, ihr haltet auf jeden Fall das Budget ein. Versucht so schnell wie möglich fertig zu werden mit dem Ausgeben. Ich rede natürlich jetzt in eine unsinnige Richtung, ja, das ist schon klar, aber um das Prinzip deutlich zu machen. Also ihr haltet auf jeden Fall das Budget ein, ihr versucht das so schnell wie möglich zu erledigen. Naja, und was unter dieser Prämisse auf jeden Fall nicht mehr Geld ausgeben und Termin möglichst schnell oder möglichst wenig verzögert. Na, was da machbar ist als Ergebnis, okay, das nehmen wir dann eben hin. Dann wäre kein Dilemma mehr da, sondern da müsste der Projektmanager sich nur überlegen, so wie kriege ich das jetzt hin, dass ich aus dem doch noch, aus diesen Rahmenbedingungen, die ich habe, nämlich das Geld, es soll möglichst schnell fertig werden, dass ich da jetzt noch möglichst guten Inhalt raushole. Das ist aber kein Streit mehr, ne, sondern ne, nur noch eine Aufgabe, ein zu lösendes Problem.
aber keine Auseinandersetzung mehr zwischen unterschiedlichen Dimensionen im magischen Dreieck. Also was ich sagen will ist, wir führen diese Gespräche ständig deshalb, weil diese drei Dimensionen gleichwertig zu sein scheinen oder als solches betrachtet werden. So, und ich bin eben der Meinung, das ist Unsinn, dass die gleichberechtigt sind. Das will ich jetzt versuchen, als nächstes herzuleiten. Warum sind die nicht gleichberechtigt? Ich habe mich gestern erwischt, in einem Seminar, gestern oder vorgestern war das, in einem Vortrag, als ich folgende Aussage gemacht habe. Ein Projekt, das wir durchführen und es wird deutlich teurer, also ich meine jetzt nicht 10-mal so teuer, aber deutlich teurer. Und es wird auch ein bisschen später fertig. Und wenn wir dann sagen müssten, jetzt lohnt sich das nicht mehr, dieses Projekt hätten wir niemals anfangen sollen. Dieses Projekt bringt nämlich keinen entscheidenden Nutzen fürs Unternehmen. Ein entscheidender Nutzen ist, wenn aus einer Investition ein Vielfaches rauskommt von dem, was ich da reinstecke. Ja, wenn ich jetzt gezwungen bin, wegen Variabilität und Murphy oder VUCA oder wie das heißt, ein bisschen mehr da reinzustecken und das wird ein bisschen später fertig, ja, wenn sich das dann nicht mehr lohnt, dann heißt das ja, das Projekt ist von vornherein nicht besonders toll gewesen in seiner Wirtschaftlichkeit, in seinem Nutzen. Genau, also die Deiche, wenn die nicht jedes Jahr durchschnittlich 500 Menschenleben oder 500 bis 1000 Menschenleben retten würden, ne? Und weil vorher, als Japan das nicht hingekriegt hat, die Deiche rechtzeitig zu bauen, da sind halt jedes Jahr hunderte Menschen gestorben. Und wenn jetzt die Deiche teurer werden, ja, dann ist es doch immer noch ein wertvolles Projekt. Dann lass sie halt, also nicht, dass ich will, dass die teurer werden. Ja, aber es ist doch trotzdem ein wertvolles Projekt und wir machen es trotzdem. Und wenn sich während des Projektes herausstellt, das wird 3 Tage später fertig, ja, das ist zwar nicht ganz so toll, weil dann doch bei einigen, in einigen Regionen die Gefahr besteht, dass da Menschen sterben, aber die anderen halt nicht, ne? Also man sollte ein Projekt, das im Verhältnis zu dem, was man da reinsteckt, keinen riesen Nutzen bietet, gar nicht erst machen. Und da gibt es noch einen zweiten Grund dafür, warum ich das denke. Unser Engpass ist Managementaufmerksamkeit. Der Engpass jedes Unternehmen ist Managementaufmerksamkeit. Oder man kann allgemeiner sagen, wir haben halt nun mal begrenzte Ressourcen. Die Projekte konkurrieren während der Abwicklung der Projekte ständig um Managementaufmerksamkeit und Ressourcen und halten sich gegenseitig auf. Das heißt, wir sollten, um den Work in Process auf das Niveau zu bringen, das sinnvoll ist für die Organisation, damit die Projekte sich nicht mehr chronisch gegenseitig behindern, sollten wir halt auswählen, welche Projekte wir machen. Nämlich die, bei denen, wenn sie ein bisschen teurer werden oder ein klein bisschen später fertig werden, wo das kein Drama ist. Weil es lohnt sich immer noch. Wir brauchen dieses Projekt immer noch. Ich brauche die Produktionsanlage immer noch, auch wenn sie einen Monat später fertig wird und doppelt so teuer ist, weil ich verdiene mit der Produktionslinie im Laufe ihrer Lebenszeit nicht nur das Geld, das ich da reingesteckt habe und auch nicht nur das Doppelte und auch nicht nur das Zehnfache, sondern mehr als das Hundertfache von dem, was ich da reingesteckt habe, durch die Produktionslinie, die ich da baue. Ja, wenn das aber stimmt, dann ist es doch nicht schlimm, dass es bisschen teurer wird. Also nochmal, nicht, dass du denkst, ich bin dafür, dass es teurer wird. Na, sondern ich rede jetzt nur darüber, sind diese drei Dimensionen, sind die gleichwertig? Und das denke ich eben, sie sind es überhaupt nicht.
ich dich richtig verstanden? Das heißt, du sagst, dass theoretisch schon allein bei der strategischen Projektauswahl nur die Projekte umgesetzt werden sollten, die einen so enormen Vorteil dem Unternehmen bringen, wie auch immer, im Sinne von Kundenprojekt oder intern, aber wie auch immer, dass also beinahe eine beliebige Kostensteigerung eben Nicht den Wert des beliebig. Projektes nicht Nicht beliebig nicht, beliebig. aber. Keine Verhundertfachung, ja, aber eine deutliche Kostensteigerung und das Projekt lohnt sich immer noch. Ja. Dadurch sind die Kosten bei diesen Projekten, so wie ich dich verstanden habe, eben zu vernachlässigen, weil es Völlig auch relevant untergeordnet. ist. Ja. Völlig untergeordnet. Und jetzt könnte man gucken, was ist mit dem Termin? Naja, der Nutzen des Projektes tritt halt erst ein, wenn das Ding fertig ist, wenn die Produktionsanlage da steht oder wenn das IT-System, mit dessen Hilfe wir Kosten sparen wollen, wenn das da ist. Der Nutzen tritt dann erst ein. Jetzt der Nutzen, wenn das aber stimmt, wir machen Projekte, deren Nutzen groß ist. Dann heißt das in der Regel auch, dass jeder Monat später einen signifikanten, also einen deutlichen Anteil des Nutzens frisst. Wir machen doch oft in unseren Seminaren so eine Beispielrechnung, wo wir zeigen, da kauft ein Unternehmen eine Produktionsanlage und die Produktionsanlage wird einen Monat später geliefert. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das Unternehmen kein Geld mehr mit dieser Produktionsanlage verdient sehr wohl von dem Moment an, wo die dann geliefert ist, verdient das Unternehmen mit dieser Produktionsanlage Geld. Aber wie viel Geld? Ja, jeden Monat so viel, wie die Produktionsanlage gekostet hat. Na, du erinnerst dich an dieses Beispiel. Oder andersrum gesagt, durch einen Monat später kann ja nicht nur diese Anlage nicht laufen, sondern die ganze Linie, in der die Anlage drin ist. Na, und dadurch geht so viel Geld verloren, Deckungsbeitrag verloren, wie diese Anlage kostet. Na, das heißt, der Nutzen, der groß ist, also wenn der Nutzen groß ist, dann heißt das auch, dass jeder verzögerte Nutzen eintritt, schon eine signifikante Auswirkung hat. Und zwar in der Regel, so scheint es mir zu sein, ist die ungünstige Wirkung, also Nutzeneintrittswirkung, die dadurch entsteht, dass ein Projekt später fertig wird. Wenn du dann dagegen stellst, wie viel Geld müsste ich ausgeben, um diese Verzögerung zu vermeiden, so viel Geld kannst du gar nicht ausgeben, wie der Schaden, der dadurch entsteht, dass das Projekt später kommt. Wenn das stimmt, ne, dass die Verzögerung eines Projektes eine so große ungünstige wirtschaftliche Wirkung erzeugt, dass die ist auf jeden Fall größer als das, was man als Geld ausgeben könnte oder müsste, um diese Verzögerung zu vermeiden, wenn es überhaupt geht. Manchmal geht es ja überhaupt gar nicht, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil die Ressourcen gar nicht verfügbar sind am Markt oder im eigenen Unternehmen. Keine Ahnung, ne? Oder was auch immer das ist, aber wenn man Geld ausgeben kann, um diese Verzögerung zu vermeiden, so viel Geld kannst du in der Regel gar nicht ausgeben, wie der Schaden, der dadurch entsteht, dass das Projekt später erst fertig wird. Das heißt, wir haben eine Hierarchisierung zwischen oder eine Überunterordnung zwischen Kosten, ne, Kosten und Termin. Termin ist wichtiger als Kosten. Ich finde nur diesen Gedankengang durchaus, also für mich jetzt im Moment schlüssig, nur stellen sich mir da so ein paar Fragen. Und Ja, doch. die eine Frage wäre, wie sieht es mit dem Inhalt aus? Also verstehe ich das richtig? Der Inhalt, der muss auch gleich bleiben. Der hat insofern oberste Priorität, weil im Endeffekt, wenn ich den Inhalt ändere, dann ja wieder in Frage steht, ob dieses Projekt mit diesem Inhalt mir den Wert schafft, den ich eigentlich haben wollte, damit ich genau diese Priorisierung zwischen Ja. Termin und Kosten darstellen kann. Da bin ich genau bei dir, ne? Weil wenn diese Produktionsanlage, die ich da kaufe, wenn die nicht die Leistung kann, die ich von ihr will, zum Beispiel, also nehmen wir mal an, das ist eine Beschichtungsanlage und die sollten in irgendeiner
Molekülanzahl, Stärke, da eine Beschichtung auf Glas drauf machen, aber die kann das gar nicht. Oder die Beschichtung ist dicker, als ich sie brauche, oder sie ist unsauber oder so, dann wird die wirtschaftliche Wirkung, die ich aus dem Projekt eigentlich haben will, also aus dem Bau dieser Produktionslinie, die wirtschaftliche Wirkung, die wird nicht einen Monat später eintreten, die wird gar nicht eintreten. Ich versuche jetzt gerade, das, was du gerade gesagt hast, diesen Gedankengang so ein bisschen für mich zusammenzubekommen. Das würde allerdings bedeuten, dass sich Unternehmen oder Behörden oder was auch immer, Organisationen, wenn sie Projekte machen, sich auf solche, genau solche Projekte konzentrieren sollten und dann bei der Durchführung dieser Projekte den Inhalt und die Zeit, also Inhalt unverändert lassen, Zeit priorisieren sollten und dann, okay, also die Begrifflichkeit, dass Kosten total unwichtig sind, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind so etwas von marginalisiert dann, dass man normalerweise da keinen großen Wert mehr drauf legen muss. Ja, genau. Und also um diese Abstufung, es ist ja klar, dass wir das in unserem Gespräch ja jetzt übertrieben darstellen, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Deshalb hatte ich ja vorher auch gesagt, ich will ja nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen, sondern mir geht es ja darum, die Führungskräfte im Unternehmen, denen eine Menge Energie und Zeit zu sparen, dadurch, dass sie nicht mehr ständig in diesen Zwickmüll da stecken. Also es geht nicht darum, Geld rauszuwerfen. Ich hatte mir jetzt gerade vorgestellt, also jetzt wirklich auch ein bisschen ins Extreme gebracht, würde es dann ja eben heißen, A, die richtigen Projekte auswählen und dann im Endeffekt gibt es eigentlich nur noch eine Regel, die diese Projekte in der Zeit mit diesem Inhalt durchführen. Ich hätte beinahe gesagt, auf Teufel komm raus, beinahe kostet es, was es wolle. Aber zumindest, sagen wir mal, sich darauf sehr stark fokussieren. Klingt zumindest sehr nach dem, wie ich das auch formulieren würde. Und ich glaube auch, dass sich das auch noch aus ganz anderen Gesichtspunkten unterlegen lässt. Zum Beispiel, wir erleben ja nun mal oft, dass Unternehmen merken, sie haben sich gerade übernommen mit den ganzen Entwicklungs- und Change-Projekten und so weiter, die sie gerade machen. Und dann kommen sie ja irgendwann zu der Erkenntnis, jetzt müssten wir eigentlich, wir müssen und werden einen Teil dieser Entwicklung und oder Veränderungsprojekte streichen, killen, entfernen, wegmachen. So, wir werden die wegmachen. Ja, welche machen sie denn weg? Die besonders wertvoll sind? Oder die weniger wertvoll sind? Ja, die weniger wertvoll sind. Ja, wäre es da nicht besser gewesen, die gar nicht erst anzufangen? Und die Energie, die da reingegangen ist, gar nicht erst zu verbrauchen? Aber wir sind nicht so gut da drin, und das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Wir sind nicht so gut da drin, vorauszusehen, also nicht, dass jemand meint, ich wäre der Meinung, ich hätte hellseherische Fähigkeiten oder Unternehmen könnten hellseherische Fähigkeiten haben, aber wir sind echt nicht gut da drin, aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir haben, fokussiert auszuwählen, und zwar so stark auszuwählen, dass das, was wir dann ausgewählt haben, egal ob das jetzt Entwicklungs- oder Change-Projekte sind, dass das so wenig sind, dass die sich nicht mehr gegenseitig chronisch in die Quere kommen und die, so dass sie deshalb dann in Hochgeschwindigkeit durch die Organisation hindurchlaufen können. Und das bringt uns immer wieder dazu, dass wir entscheiden müssen, welches der Projekte streichen wir jetzt. Na, lassen wir an den Tisch fahren. Oder wir sagen das nicht, aber wir lassen sie heimlich versanden. Das ist auch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Na, aber dann ist ja die ganze Energie, nicht nur die Energie, die dann in den Streit reingegangen ist, welches dieser Projekte streichen wir jetzt, ne, sondern die ganze Energie, die in das Projekt selber schon reingegangen ist, ist ja verloren, ist ja verschwendet fürs Unternehmen. Deshalb finde ich das auch so wertvoll, diese Fähigkeit zu erlangen, diese fokussierenden Entscheidungen frühzeitig, und ich weiß, dass das nicht eine einmalige Entscheidung ist, sondern man muss das immer wieder machen, aber sehr frühzeitig zu treffen,
und sie so eng zu treffen, dass wir eher, sag mal, du kennst ja diese Argumentation, dass wir eher sowas wie ein bisschen Überkapazität haben, statt dass wir ständig knappe Ressourcen und gegenseitigen Kampf haben. Also auch aus der Richtung lässt sich das aus meiner Sicht unterlegen, was du vorher als These in den Raum gestellt hast. Was ich nur immer interessant finde, ist, ich meine, wir arbeiten ja jetzt längere Zeit ja auch schon miteinander, aber ich merke immer wieder, dass ich selber, aber auch Leute, mit denen ich spreche, auch junge Leute, immer noch dieses Paradigma im Kopf haben, ja, aber nicht zu tun, kann doch keine Alternative sein. Ich hatte jetzt vor kurzem mit ein paar Studierenden die Diskussion, dass man bestimmte Projekte, so ähnlich wie jetzt, auch aufgeben muss, wenn die keinen Wert bringen. Und dann und dafür die Kräfte in andere Projekte reinstecken. Und dann kam sofort die Frage, ja, aber wäre es denn nicht sinnvoll, dann zumindest ein klein bisschen die Leute, die man nicht braucht, noch ein klein bisschen an den anderen Projekten arbeiten zu lassen? Und ich musste für einen kleinen Moment nachdenken, weil ich dachte, ja, ach Gott, kann ja nicht machen. Ja. Aber das ist ja auch nachvollziehbar, weil also so wie wir an irgendwelche Paradigmen stoßen, an Grundsätze, ne? Also zum Beispiel den Grundsatz, jeder muss ständig beschäftigt sein, das ist halt schwer aufzuräumen. Aber wenn wir das Fass jetzt heute auch noch aufmachen, dann sprengen wir den uns zur Verfügung stehenden Rahmen endgültig. Eine andere Sache, die berührt ein bisschen das, was du gerade eben gesagt hast, ne? Warum ich auf einer anderen Ebene das magische Dreieck für etwas problematisch halte, ist, das magische Dreieck geht ja auf eine Art davon aus, dass wir wüssten, wie viel Zeit und wie viel Geld erforderlich sind, um ein Ergebnis zu erzeugen. Aber mein Eindruck aus der Realität ist, dass die Realität in der Regel signifikant abweicht von unseren Annahmen bezüglich, wie lange wir brauchen und wie viel Geld da reingeht. Also wir wissen es von vornherein sowieso gar nicht. Ja, aber das hat ja Konsequenzen. Wenn ich eigentlich das von vornherein sowieso nicht weiß und ich biete dir, Guido, jetzt aber ein Projekt an, ich weiß aber, ich bin da in einer Welt von Variabilität und Murphy und es kann sein, dass ich so viel Zeit oder Geld brauche und oder so viel ja, Zeit oder Geld brauche oder so viel und ich weiß aber, oh, hinterher, wenn sich dann herausstellt, ich brauche mehr, ne, dann werde ich Schwierigkeiten in der Verhandlung mit dir bekommen. Ja, dann werde ich doch mir da ein bisschen einen Puffer einplanen dafür. Gut, das ist ja auch normal, das macht man ja auch so, weil wir schon deshalb, weil ich will ja an dem Projekt Geld verdienen, das ich da mache. Ne? Also man kann auch sagen, man plant sich eine Marge ein oder man plant sich einen Puffer ein. Und ich weiß ja auch, dass mir andere Projekte dazwischen kommen und deshalb kann ich ja gar nicht davon ausgehen, in dem Terminplan, den wir zusammen machen, also wann ich an dich liefern soll, kann ich ja gar nicht davon ausgehen, dass ich sozusagen unter Idealsbedingungen liefern kann. So, ich muss ja mit der Welt rechnen. So, ne? Es kommen andere Sachen dazwischen. Naja, aber wenn das wahr ist, was ich gerade eben gesagt habe, und du kommst jetzt und sagst, du kannst du mir nicht auch einen Monat früher liefern. Ja, wieso soll denn das dann teurer werden oder den Content schmälern? Da ist doch wahrscheinlich noch Sicherheit drin. Oder du willst etwas mehr Content haben. Wieso soll das nicht möglich sein? Da ist doch in erheblichem Umfang Sicherheit eingeplant. Also es kann natürlich sein, dass die anderweitig verloren geht und das tut sie ja auch. Das kennen wir ja, das Spiel, wie das alles passiert. Ne? Ich will nur sagen, in der Diskussion hört sich das und wie das magische Dreieck vermittelt wird, wahrscheinlich auch nicht von allen, aber in manchen Büchern steht es so und in Gesprächen hört sich das oft so an. Da hört sich das oft so an, als wären diese Verbindungslinien zwischen den drei Dimensionen, als wären das Stahlseile. Und wenn ich auf die Realität gucke, würde ich eher sagen, das sind Gummibänder. Ja, also an einer Seite zu ziehen, das heißt noch lange nicht, dass die beiden anderen sich
bewegen müssen. Aber es kommt mir, ne, wegen, wir gehen ja nicht blauäugig in Projekte rein, sondern wir versichern uns. Ja, deshalb sind das eher Gummibänder. So, das wird aber nie so, das darf man auch nicht sagen, natürlich, weil das, dass das Stahlseile sind, ist ja der Grund dafür, dass ich berechtigt bin, Claim-Management zu machen. Sonst hätte ich diese, aber wenn wir das brauchen als, dass das Stahlseile sind, dass wir das brauchen für Claim-Management nach außen und dann gleichzeitig sagen wir unserem Projektmanager nach innen, oh, das sind ja nur Gummibänder, dann müssten die schizophren werden auf eine Art. Das beunruhigt mich auch noch, dass das so getan wird, als wäre das echt feste Verbindungen und es wäre zwangsläufig, dass eine Veränderung an einer Ecke zu Veränderungen an den anderen Ecken führen muss. Das wäre in dem Fall ja, wenn ich das richtig sehe, wenn es keine Sicherheiten gäbe, ne? Keine internen Sicherheiten, dann wären es wirklich Stahlbänder. Ne? Ganz genau, und das ist nämlich dann wäre nämlich die für das Projekt, dann eine andere versteckte Annahme ist dann die für das Projekt eingeplanten Sicherheiten gegen oder für die Welt, in der wir leben, für VUCA, ne? Die reichen nicht aus. Oder da sind keine drin, oder die reichen nicht aus. Ja, aber wenn das wiederum stimmt, also erstens kann es sein, ich habe überhaupt keine eingeplant. Ja, das heißt aber ja, ich bin von Idealstbedingungen ausgegangen, wo jeder Mensch weiß, dass die niemals eintreten, dann ist klar, das kann nicht funktionieren. Also du hast mich gefragt, Uwe, wie lange brauchst du dafür? Ich habe gedacht, naja, unter Idealbedingungen schaffe ich das in 2 Wochen, aber so wie das hier immer läuft, brauche ich 10. Und wenn ich dir dann gesagt habe, 2, also in dem Projektplan 2 Wochen geschrieben habe, ne? Ja, das ist ja klar, dass das nicht, dann hätte ich keine Sicherheit. Oder anders, wir haben Sicherheiten eingeplant, die reichen aber nicht aus. Ja, wenn das aber wiederum stimmt, dann müsste doch die Frage erlaubt sein, ja, wofür gehen die Sicherheiten denn drauf? Gehen die dafür drauf, dass etwas in der Welt passiert, was wir nicht beeinflussen können? Ne? Also, was weiß ich, in 3 Tage lang ist Hagel, Schnee und Sturm und deshalb können wir am Haus nicht weiterbauen, ja, da können wir nichts dran machen. Oder gehen auch signifikante Sicherheitsanteile durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, verloren? Ne? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich bin am 27. Februar fertig mit diesem Arbeitsschritt, und solltest du aber früher fertig sein als am 27. Februar und ich kriege das mit als dein Chef, ne, wenn ich mich jetzt mal zu deinem Chef aufschwingen darf, ich kriege das mit und nächstes Mal, wenn ich dich frage, wann bist du dann fertig und du sagst am 31. März und dann denke ich, ja, der Guido wird ja sowieso immer früher fertig, dann machen wir gleich mal ein bisschen kürzer. Ja, wenn ich das mache im Unternehmen, dann ist ja klar, dass Sicherheiten verloren gehen, verschwendet werden und dann reichen die natürlich nicht aus, um mit der Variabilität der Welt fertig zu werden und erst recht reichen die nicht aus, um auf Änderungen, also auf echte Änderungen zu reagieren. Oder wenn ich dich dazu zwinge, zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu springen, Multitasking zu machen und dadurch in erheblichem Umfang deine Zeit zu verschwenden, und dadurch wird Zeit verbraucht, ne? Ja, okay, dann reichen die Sicherheiten natürlich niemals aus. Aber auch das wird nicht mitdiskutiert in diesem magischen Dreieck. Aber das ist, glaube ich, ein etwas anderes Thema. Da reden wir ja oft drüber, wenn wir über mehr Projekte in kürzerer Zeit sprechen, ne? Dass es eigentlich möglich sein müsste, mit den vorhandenen Ressourcen, und das sehen wir ja auch oft, dass das geht, mit den vorhandenen Ressourcen mehr Projekte pro Zeiteinheit fertig zu kriegen. Die Themen sind verbannt, aber hier diesen Fokus, den haben wir, glaube ich, sonst gar nicht so stark im Gespräch. Also diese Energie, die verloren geht für das Navigieren oder das Balancieren und dann daraus resultierende Konflikte im Zusammenhang mit dem magischen Dreieck. Und was ich denke, was die Lösung dafür ist, ja, das hast du im Grunde schon gesagt. Nämlich erstens, lass uns so stark fokussieren, dass wir wirklich die Projekte machen, die außerordentlich wertvoll sind fürs Unternehmen
Und die anderen, die wir dann später sowieso kippen oder versanden lassen oder immer wieder zurückstellen, immer wieder verschieben zugunsten von den anderen, die wertvoller sind, die lassen uns von vornherein gar nicht machen. Dann geht auch die Energie, die in diese Projekte reingeht, gar nicht verloren, sondern steht dem Unternehmen zur Verfügung. Und dann lass uns den Projektmanagern oder wem auch immer sagen, dass sie nicht mehr im magischen Dreieck navigieren sollen, sondern lass uns ihnen eine andere Arbeitsregel geben. Und die Arbeitsregel wäre dann, der notwendige Inhalt ist zu liefern. Und notwendig ist eben auch, bitte vorher überlegen, was ist wirklich notwendig und welchen anderen Teil bin ich bereit, dann später, wäre ich bereit, später zu streichen, ne, weil sich herausstellt, es wird teurer oder so. Das ist dann ja nicht notwendig. Also der notwendige Inhalt ist zu liefern, so schnell wie möglich, nicht zum vereinbarten Termin, so schnell wie möglich, weil wenn die Anlage einen Monat früher kommt, dann kann ich auch da schon einen Monat früher mit produzieren und möglicherweise stehen die Kunden ja schon Schlange und wollen kaufen. Also der notwendige Inhalt ist zu liefern, so schnell wie möglich, koste es, was es wolle. Also ich meine nicht das Hundertfache. Aber da kann man ja Grenzen einziehen. Man kann ja sagen, ja, wenn der Projektmanager jetzt in einem Umfang in den Geldtopf des Unternehmens greifen will, dass er praktisch das Doppelte ausgeben will, ja, dann soll bitte beim Vorstand mal eine Alarmlampe angehen, damit man nochmal neu nachdenkt. Aber ansonsten, der notwendige Inhalt ist zu liefern, so schnell wie möglich, koste es, was es wolle. Wenn wir das rausgeben würden als Arbeitsregel, und wir machen das ja in vielen Unternehmen, und das funktioniert ja auch gut, nur ich habe mir das nie hergeleitet übers magische Dreieck, dann wären eben die ganzen Konflikte weg, die während der Projektabwicklung immer wieder dadurch entstehen, dass man zwischendurch merkt, wir kommen nicht aus mit der Zeit oder dem Geld. Also das Negative daran ist natürlich, dass eine Menge Spannung aus dem Projektmanagement rausgenommen wird. Man kämpft mit irgendwelchen Leuten da mit dem Lenkungsausschuss und die Leute in die Knie zwingt und dann doch Kosten rausbringt. Und außerdem, also ich wusste nicht, dass das deine Lieblingsbeschäftigung ist. Nein, nicht wirklich, aber also es war mal. Ne? Als ich jünger war, habe ich das alles als unglaublich adrenalinfördernd angesehen. Aber inzwischen jetzt so mit ein bisschen ein paar Jahren auf dem Buckel, sage ich mir, muss das wirklich so sein? Und dann sage ich mir wirklich ja. Und es würden natürlich so Sachen wie die Earned-Value-Analyse würden dann, sagen wir mal, auch ein bisschen marginalisiert. Bräuchte man auch nicht mehr so diese schönen mathematischen Modelle der Kostenberechnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, es wird alles professioneller, es wird alles ein bisschen weniger abenteuerlich, aber ich würde sagen, das wäre ein Weg, mit dem man wirklich also in einem Unternehmen die sinnvollen Projekte und die dann eben auch noch sehr schnell durchziehen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass das sowieso so passiert. Also wenn wir uns diese weltweit führenden Unternehmen gerade anschauen, die super schnell sind, zum Beispiel im Hochziehen von neuen Fabriken, die super schnell sind im Aufbau ganzer Logistiksysteme. Wenn wir uns angucken, wie die sich verhalten, da geht es immer darum, das, was hier inhaltlich notwendig ist, nämlich, dass die Fabrik da ist, die 7000 Fahrzeuge ausspuckt am Tag, das ist zu liefern. Ja, und nicht Abstriche, nicht nur 6.000 oder 5.000, weil sich im Laufe des Projektes herausstellt, dass man dann nicht rechtzeitig fertig wird, wenn es 7.000 können soll oder dass es mehr kostet. Deshalb sagt man dann, okay, dann weniger. Ne? Oder die Fahrzeuge, die dann da rauskommen, die sollen, okay, dann haben die halt nur eine Lampe statt zwei. Entschuldigung, das ist unfair, wenn ich sowas formuliere. Ne? Also der notwendige Inhalt ist zu liefern. Die Fabrik ist zu bauen. Und in der Fabrik war auch nur das eingeplant, was notwendig ist. Nicht irgendwas, was dann
Wenn sich herausstellt zwischendurch, ja, es wird teurer, dann sagt man, okay, dann den Teil der Fabrik brauchen wir dann jetzt doch nicht, ne, sondern das ist von vornherein klar. Ich weiß, die Realität kann dazu führen, dass man zu anderen Einschätzungen kommt darüber, was notwendig ist. Mir geht es ja darum, dass man wegen Kosten dann sagt, es ist jetzt doch nicht notwendig, obwohl wir vorher, es stand auf der Liste, was gemacht werden soll. Also die Fabrik ist zu bauen. Und zwar nicht zu irgendeinem Termin, sondern so schnell wie möglich ist die zu bauen. Weil so wie die gebaut ist, kann ich diese, ich weiß nicht, wie viele Autos am Tag, die da rauskommen, kann ich verkaufen. Die Kunden sind da, die kaufen das. Und wenn wir einen Tag später, eine Woche später, einen Monat später, können wir weniger Satelliten in den Himmel schicken. Also nicht gut, ne? So schnell wie möglich. Nicht zu einem Termin, sondern so schnell wie möglich. Und ja, aber wenn man sich daran hält, der notwendige Inhalt ist zu liefern, so schnell wie möglich, und wir leben in einer Welt von Variabilität und Murphy, dann heißt das ja, die einzige Ausweichmöglichkeit, die ich habe, ist, okay, da muss ich wohl mehr Geld ausgeben, um das zu kriegen. Und das ist mein Eindruck, dass diese Unternehmen, die gerade sehr, sehr erfolgreich sind, die machen genau das. Das heißt nicht, dass die Geld zum Fenster rausschmeißen. Ja, die haben trotzdem Controller und Einkäufer, die versuchen, es trotzdem günstig zu kaufen, aber die haben sozusagen eine klare Leitlinie. Auch der Einkäufer, der sagt dann nicht, okay, dann nehme ich diesen anderen Lieferanten, bei dem ich mir zwar nicht ganz so sicher, dass er rechtzeitig liefert, aber er ist deutlich günstiger, deshalb nehme ich den. Nein, weil der notwendige Content ist zu liefern und zwar so schnell wie möglich. Und dann muss ich halt den nicht ganz billigsten nehmen, sondern einen etwas anderen. Und dann ist es halt ein bisschen teurer, vielleicht auch deutlich teurer. Aber die Fabrik lohnt sich ja immer noch. Und das Logistikzentrum lohnt sich immer noch. Oder das IT-System, das mir ermöglicht, mit den gleichen Leuten, also jetzt nehmen wir in eurem Fall vielleicht doppelt so viele Studenten zu bewirtschaften. Und die Anzahl der Studenten nimmt vielleicht auch entsprechend zu, sodass ich dann keine Leute entlassen muss. Das ist ja immer noch wertvoll, auch wenn es teurer wird, auch wenn es deutlich teurer wird, weil so viel kann ich ja gar nicht ausgeben, wie ich sonst ausgeben müsste für die doppelte Anzahl von Leuten, die an diesem IT-System arbeiten. Und wenn es einen Monat später fertig wird, ja gut, dann hat es halt für dieses Semester nicht geklappt, aber dann doch fürs nächste. Es ist immer noch wertvoll. Wir brauchen es unbedingt. Daran ist überhaupt nichts zu diskutieren. Wir brauchen es auch so schnell wie möglich. Die einzige Ecke, an der wir dann reagieren können, ausweichen können, sind eben die Kosten. Das ist das Leben. Und wenn wir das akzeptieren, dass das das Leben ist, dann müsste da nicht ständig ein energieverbrauchender Streit, Auseinandersetzung, Konflikt und so weiter daraus entstehen. Also ich hätte eigentlich nur eine einzige Anmerkung, dass das, dass ich diesem Gedankengang zustimme, aber dass das gerade, du weißt, ich komme aus der öffentlichen Verwaltung, dass das gerade mit den Wirtschaftsregelungen der öffentlichen Verwaltung natürlich ein Problem darstellt, aber das vielleicht tatsächlich auch ein systemisches Problem ist, das genau aus diesen Gründen mal angegangen werden muss. Da bin ich völlig einverstanden, das wird in vielen Unternehmen, in Konzernstrukturen auch so sein. Wir haben nun mal diese Regeln. Und da kann der einzelne Projektmanager, möglicherweise nicht mal die einzelne Geschäftsführerin einer Konzerneinheit, die kann das nicht so machen, sondern die ist nun mal in diesem Korsett drin. Ich sage nicht, dass das leicht ist, das umzusetzen, sondern was ich sage ist, wenn es möglich wäre, das so umzusetzen, das wäre ein Riesenvorteil für die Produktivität einer Multiprojektlandschaft. Dass das nicht leicht ist, das glaube ich sofort. Uwe, was bedeutet dieses Statement denn für Produktentwicklungsprojekte? Wir reduzieren dann die Anzahl der Projekte, wenn das Geld nicht für alle reicht. Erste These, die meisten Unternehmen machen zu viele Projekte gleichzeitig. Dadurch halten die sich gegenseitig auf. Deshalb sind die Unternehmen sowieso gezwungen, weniger Projekte gleichzeitig zu machen. Dann müssten sie aber eine Auswahl vornehmen. Es wäre im Grunde ist es egal, wie Sie die Auswahl machen. Wenn es stimmt, dass so wie Sie ein Projekt fertig haben, können Sie ein anderes ja immer noch machen.
Und in diesem Spiel würden alle schneller fertig werden, als wenn man einfach so weitermacht wie bisher. Das, also Begrenzung des Workloads ist sowieso erforderlich, wenn die Ausgangssituation darin besteht, dass die Projekte sich gegenseitig in die Quere kommen. Und es ist egal, welches Projekt ich zuerst mache und welches ein bisschen später, weil alle Projekte werden dadurch ja früher fertig, als wenn wir einfach so machen, weitermachen würden wie bisher. Nur noch schöner wäre es ja, wenn wir zuerst die Projekte machen, die wir für besonders wertvoll halten, für besonders beitragen zu den zukünftigen Unternehmensergebnissen und die anderen später, weil erstens treten dadurch größere wirtschaftliche Wirkungen fürs Unternehmen schneller ein als sonst und zweitens, wenn es möglich ist, im Unternehmen darüber Einigkeit zu erzeugen durch einen geeigneten Prozess, und das ist übrigens ein sozialer Prozess, das ist kein Rechenprozess, sondern es ist ein sozialer Prozess unter Menschen, wenn man da eine Einigkeit herstellen kann oder zumindest weitestgehend Konsent herstellen kann, das sind die Sachen, die wir jetzt weitermachen sollten und die anderen nicht, dann kriege ich, und das geht eben in erster Linie über Nutzen für das System, dann kriege ich auch die Mitwirkung der beteiligten Menschen. Weil jedes Mal, wenn ich ein Projekt streiche oder zurückstelle, ist ja jemand betroffen. Es ist sein Baby. Und wenn es mir gelingt, den, der jetzt sein Baby aufgeben muss, mit an Bord zu haben, trotzdem, sodass, also nicht aufgeben, sondern vorübergehend aufgeben, wenn ich den mit an Bord haben kann, wäre das ja gut für die Projekte, an denen wir weiterarbeiten, weil da macht er nicht U-Boot zwischenzeitlich, sondern ist mit dabei, an den Projekten zu arbeiten, an denen wir jetzt weiterarbeiten. Und deshalb wäre es gut, das ist also ein zweiter Grund dafür, warum es gut ist, zuerst die Projekte zu machen, die dem Unternehmen auch echt viel bringen und die Menschen, die da andere Interessen vorher hatten, versuchen dabei mit an Bord zu kriegen. Das ist eben leichter, wenn wir zuerst die Projekte machen, die dem Unternehmen wirklich ganz, ganz, ganz viel bringen, statt dass wir zuerst die Projekte machen, die dem Unternehmen nicht so viel bringen. Da kriegt man halt nicht so leicht so viel Zustimmung und Mitwirkung und Verzicht auf U-Boote dadurch. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Sie gerade in Ihrem Unternehmen viel Potenzial sehen, aber noch nach dem einen Hebel suchen, um dieses zu entfalten, dann besuchen Sie jetzt wisdom.eu und tragen Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch ein. In einem 30-minütigen Telefongespräch schauen wir uns Ihre Situation genau an und finden gemeinsam heraus, ob eine Zusammenarbeit für Sie und Ihr Unternehmen sinnvoll wäre. Also gehen Sie jetzt auf wisdom.eu, das ist wisdem.eu und sichern Sie sich Ihr kostenfreies Erstgespräch. Bis zum nächsten Mal.